Kennst du russisches Kwas? Na, wenn Bier, dann geht. Nee, das ist ja, das ist kein Bier. Das ist kein Bier, das ist gegorene Ziegenmilch oder sowas. Ach so. Das Zeug sieht aus wie Cola. Das, oh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mal sowas getrunken, das war dann noch mit Salz irgendwie. Wie auch immer. Ja. Ah, Tequila. Und das hatte eine Zitrone dabei. Gab's da nicht mal ein Lied? Was? Tequila. Tequila. Tequila? Nee. Ich komme gerade nicht drauf, was meinst du damit? Von den Öla Paloma Boys. Ach so. Die haben auch mal Tequila gesungen noch später dann. Oh, ich kenne von denen nur Öla Paloma. Ja, das und das andere kenne ich noch. Das andere kenne ich schon. Kennt gar wahrscheinlich nicht. Kein Mensch mehr. Nee. Die Zuschauer wissen es gar nicht mehr, wer das ist. Siehst du, so alt wir sind ja, wir schon. Ja, ja. Naja, dafür sind wir aber groovy und funky. Ja, mit den Öla Paloma Boys. Genau. Wenn die heutzutage auf einer Party auftreten, dann... Oh Mann. Naja, wie seid ihr denn an diesem Brief überhaupt gelangt? Moment, ich such grad noch. Gar nicht. Nee, das ist ja gar nichts. Ach, stimmt. Durch Wadenkrämpfe und Verspannungen. Ach so. Nee, ach, ich lass es einfach. Meine Waden und Krämpfe und Verspannungen waren heute Morgen so krass, What ey. The fuck? So krass. Das war heute mein Durchfall. Boah. Das ist... Nein, natürlich nicht. Nee, aber ich hatte heute einen Kater. Aber jetzt schläft er in der Küche. Ah. Wo ist verdummt? Ja, Moment. So, wie seid ihr also an den Brief gelangt? Es war Zufall. Professor Layton hat den Brief gefunden, aber was er nicht weiß... Verteidiger! Was um alles in der Welt? Was steht denn in diesem Brief beschrieben? Nun gut, das Briefpapier ist unbeschrieben. Bitte? Das leuchtet ein. All dieses Theater um einen unbeschriebenen Brief! Das klingt gut. Wie ihr sehen könnt, befinden sich einige Blätter Papier im Umschlag. Und es ist weg. Das Papier? In der Tat. Moment. Doch das Gericht kann keinen einzigen Tintenklecks ausmachen. Was soll das bedeuten? Aber wir haben doch hier... In der Tat. Vergiss nicht, dass der wilde Hedwig Karl ein Gewitz macht. Er hat womöglich unsichtbare Tinte benutzt, als er die Brühe verpasste. Wie machst du das? Das ist toll. Das klingt gar nicht mehr nach dir. Was meinst du denn? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das klingt. Aber das klingt echt gut. Das... Oh, upsa. Dieser Brief ergibt keinen Sinn. Okay, wieder normal. Hast du jetzt das versucht, was ich dir gesagt habe vorhin? Was hast du mir denn gesagt? Nein. Ach so. Davon tut mir der Kehlkopf jetzt noch weh. Stell dir mal vor, so würdest du so eine Stimme mit Kehlkopf. Ich kann das auch ohne meinen Körper zu massakrieren. Das hat so ein bisschen was von Bud Spencer. Das du Halunke. Du könntest echt... Ey, das machen wir mal. Eine Nachsynchron... Bud Spencer will nachsynchronisieren. Das ist geil. Ja, aber ich krieg doch... Apropos, ich hab am Wochenende die Miami Cops gesehen. Ich krieg doch gar keinen Terence Hill hin. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Doch. Also ich krieg den nicht. Das schaff ich nicht. Ich würde gerne. Ich hab das auch nicht.
Aber du kriegst auf jeden Fall einen Bud Spencer hin. Das Bud Spencer krieg ich ein. Ich freue mich jetzt schon, wenn die erste Bud Spencer-Figur kommt bei Phoenix. Ja, wenn da jemand kommt, dem du die Stimme geben kannst, dann ist das mein Lieblingsspiel auf alle Zeit. Das ist die neue Maya-Stimme. Oh Mann. Okay, erstmal weiter hier. Normal erstmal. Wer spricht denn? Bitte? Ich versuche auch mal. Frau Post. Das ist verrückt. Als ich den Brief sah, waren die Seiten beschriftet. Nur damit ihr es wisst. Einspruch. Moment mal, Zeuge. Warum sagt er immer Moment mal, wenn er Einspruch? Ja, nächstes Mal sagt er, nimm das. Zeugen. Ihr saht den Inhalt des Briefes von Herrn de Victoire. Ich habe ihn nicht gelesen. Es ist nur, wisst ihr... Sie wird schuldig befunden, einen Brief gelesen zu haben. Es ist nur, wisst ihr... Das Internet. Und was hat das Internet vor allem zu bieten? Kleine Hühnchen. Weil die ganzen unbenutzten Sounds hier nehmen. Ja. Zeugin, dies ist wichtig. Ihr werdet aussagen müssen. Das Ungeheuer von Loch Ness. Ach, das war das. Ich wusste nicht mehr. Naja. Sagt uns alles, was ihr über diesen Brief wisst. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Und weg ist der Brief. Zeugenaussage. In jener Nacht. Es war wohl gegen 1 Uhr, als ich Herrn de Victoire einen Brief aushändigte. Vielleicht war es aber auch 4 Uhr. Ich weiß auf es nicht. Auf jeden Fall hat er am Ende einen Brief bekommen. Juhu. Nein, vielleicht war es ja auch 4 Uhr, weil die Denkerstatue, die ich als Uhr benutzt habe, könnte ja auch falsch gegangen sein. Ja, das ist richtig. Günther. Er war im Begriff, einen Brief zu schreiben. Das waren seine Worte. Dann habe ich ihn nicht verstanden. Also habe ich einfach den Brief genommen, der da lag. Nee, Moment. Also sag ich zu ihm. Frag doch einfach nochmal. Frag doch einfach nochmal. Ich habe die Frage nie verstanden. Wie dem auch. Ich suche den Sound und ich finde ihn nicht. Welchen denn? Und es ist weg. Der Brief? Okay. Weißt du noch in der letzten Aufnahme? Nee. An dieser Stelle. Hier, der Brief ist voll. Morgen früh mit. Das waren seine Worte. Leider habe ich ihn nicht verstanden, also bin ich gegangen und am nächsten Tag wiedergekommen. Das hast du da gesagt. Kann sein, ich weiß nicht. Ich merke, ich hab mir das noch gemerkt. Ich verließ seine Stube und wünschte dem Butler eine geruhsame Nacht. Dann ging ich nach Hause. Am nächsten Morgen war ich wie versprochen dort. Herr de Victoire war tot. Naja, ich suchte trotzdem nach dem Brief. Dann fiel dieser Kerl da um wie vom Blitz getroffen. Das machte mir Angst. Also ging ich und kam am nächsten Tag wieder. Dann waren beide tot und ich suchte nach dem Brief. Und dann ging ich, sobald ich den Brief gefunden hatte. Da fiel dieser Kerl da um wie vom Blitz getroffen. Also Herr de Victoire. Er hat einen ganzen Tag gebraucht, um zu sterben. Ich dachte schon, ich muss nachhelfen. Ich wusste ja,
aber nicht, wie ich nachhelfen soll. Und da ich mich mit Arznei nicht auskennte, fragte ich... Laborchef Dr. Klenk? Und der konnte mir auch nicht helfen. Und da dachte ich mir so... So ein Mist! Also habe ich Herrn de Victor einfach irgendwelche Medikamente gegeben, aber er hatte am Ende nur... Wadenkrämpfe und Verspannungen durch... Laborchef Dr. Klenk? Und die Medikamente haben gar nichts gebracht. Dann essen wir zusammen gemütlich eine... Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Und dazu trinken wir ein... Köstritzer Schwarzbier. Okay, reicht. Danach gingen wir zum Asiaten und... Kleine Hühnchen. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Nächstes Mal. Moment. Flavored with... Mist, nochmal. Ich krieg das hin. Flavored with... Kleine Hühnchen. Ja. Flavored with... Kleine Hühnchen. Okay, weiter. Puh. Nun gut. Also könnt ihr bezeugen, dass das Opfer den Brief schrieb. Nein. Das ist das falsche Wort. Das klingt so nach Gericht. Ich hab doch nie gesagt. Aber diese Blätter lagen auf dem Tisch, das konnte ich sehen. Das klingt so nach Gericht. Das klingt nach einem guten Gericht. Blätterteig. Sie waren beschriftet, und zwar vollständig. Aber ihr wisst nicht, was in dem Brief stand. Frag doch einfach nochmal. Aber ihr wisst nicht, was in dem Brief stand. Dies preiszugeben wäre ein Bruch der Regelung zum Schutze der Privatsphäre und der Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses. Also los! Ich darf den Inhalt nicht verraten. Und den Empfänger bestenfalls nicht. Ebenfalls nicht. Und der Inhalt war... Gebt uns die Pornos wieder. Und ging an... an wen? An die deutsche Zensurbehörde. Keine Ahnung. An Laborchef Dr. Klenk. Oder? Jonathan Frakes. Oh, selbstverständlich. Das Gericht hat dafür vollstes Verständnis. Sperrt sie ein! Und naja, ich war nicht nah genug an Herrn de Wittmars Schreibtisch. Ich konnte also nichts in Erfahrung bringen. Doch verrate dem Gericht, wo ihr den Brief am Morgen fandet, als das Opfer tot aufgefunden wurde. Nein. Im Regal. Neben dem Schreibtisch. In einer kleinen Briefablage. Ja, genau dort. Neben seinem Kopf. Ich gestehe, ich war jedoch etwas verängstigt. So direkt neben dem toten Herrn. Also habe ich ihn genommen, beiseite geschoben und zum Fenster rausgeworfen. Dann ging es mir besser. Ihm auch. So an der frischen Luft. Da konnte er in Ruhe verwesen. Naja. Die Bienchen freuten sich auch. Daher hat sie also den Brief. Er war direkt neben der Leiche. Ich musste ihn erst umbringen, um an den Brief zu kommen. Weil ich ihn ja schließlich neben meiner Leiche finden musste. Tja, und genau das ist... Das Leben, wie es sein sollte. Tod. Stell dir mal vor, Pia Post ist die echte Hexe. Wie vielleicht? Nun, da das Gericht die Umstände kennt, findet es das, was durchaus einleuchtend klingt. Und bitte fahren Sie mit dem Kreuzverhör fort. Und zwar dem Prozess hinterher. Fahren Sie mit dem Kreuzverhör fort und folgen Sie dem Prozess. Ah. Und das alles tun Sie... Am Dienstag um 20.15 Uhr. Und nicht früher. Was? Man könnte auch fliegen.
Dabei ist wichtig... Do a barrel roll! Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit 3 Monaten Anwalt. Das hier wird mein erster Prozess. Und heute stehe ich zum ersten Mal als Verteidiger im Gerichtssaal.